Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K19, dem Community Universe, dem Evoverse. Es geht heute wieder weiter mit einer weiteren Wochenausgabe, und zwar ist es die letzte vom Takeover Pay-Per-View, wo es ja Survivor Series Stipulations geben wird. Und ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, wir machen da heute nochmal ordentlich Rambazamba auf der Matchcard, und auf jeden Fall nochmal der Hinweis, wenn ihr heute das erste Mal hier seid: Das Ganze hier ist ein Community Universe. Ihr habt die Möglichkeit, einen Charakter zu erstellen. Schaut euch dazu mal das Video in der Videobeschreibung an. Dann könnt ihr den hochladen. Dann wird euer Charakter hier bei den Shows zugeteilt. Natürlich muss er die Teilnahmedingungen erfüllen. Dazu kommt am besten dann auch mal auf meinem Discord-Server bei, denn dort wird der aktuelle Status um hochgeladene Charaktere veröffentlicht. Da gibt es den Channel Prüfungsverfahren, angenommen, abgelehnt. Wenn euer Charakter abgelehnt wurde, seht ihr dort die Gründe, warum euer Charakter abgelehnt wurde, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze nochmal nachzubessern. Ja, auf jeden Fall das nochmal dazu. Dann würde ich sagen, wir legen jetzt mit der Folge los. Viel Spaß dabei und ab geht's. So, wir haben Sami Zayn gegen Samoa Joe. Hier setzt sich Samoa Joe durch Drew McIntyre gegen No Way Jose. Hier holt sich Drew McIntyre den Sieg. Erstaunlicherweise natürlich. Seth Rollins gegen Mojo Rawley. Seth Rollins mit dem Sieg. Rowan Hansen gegen AOP. Hier holen sich Rowan Hansen den Sieg. Dann war Rey Mysterio gegen Bray Wyatt. Hier holt sich Rey Mysterio den Sieg, AJ Styles trifft auf Bobby Lashley, holt sich Bobby Lashley den Sieg, und dann ein Match, was jetzt wahrscheinlich viel überraschen wird, und zwar ein Universal Championship Match. Denn meiner Meinung nach hatten wir ja, wo Ricardo Belescar Jr. den Titel verteidigt hat, nach dem Cash-In von AJ Styles, der fehlgeschlagen ist, hat er vorerst gegen The Miz verloren, und weil The Miz so eine krasse Leistung abgeliefert hat, finde ich, hat sich ein The Miz auf jeden Fall ein Titelmatch verdient. Das wird heute stattfinden. Ich drücke natürlich Ricardo Belescar Jr. die Daumen, denke mal, der hatte nur beim letzten Mal einfach keinen Bock, deswegen hat er The Miz gewinnen lassen. Das sieht heute ganz, ganz anders aus. Auf jeden Fall viel Erfolg an ihn. Schwung Schnellanzug ein. Ab geht's. So, lange nicht mehr bei Raw gewesen, aber ich finde auch, wir dürfen Ricardo Belescar Jr. nicht so benachteiligen, nur weil er eben Teil von Raw ist. Auch er muss natürlich mal ein bisschen Matchzeit bekommen, und deswegen bekommt dann heute, und es geht heute auch was. Also, das heißt also, es ist nur so Larifari, es geht heute bei Raw richtig um was. A Fighting Champion. Jetzt warten wir erstmal auf The Miz. Awesome. I came to play. So, da kommt er. Der Mann, der von Shane McMahon verraten wurde. Ja, da zeigt er nochmal ins Publikum. Würde ich aber auch sagen, wir skippen das Ganze mal und warten auf Ricardo. Usos. Valeskas. Das wäre es, die Valeska Family. On the way to the ring, unser Champion. Kann übrigens allen empfehlen, und zwar der Ricardo Belescar Junior hat mir auf Discord geschrieben: Hier, wenn ich mal in Düsseldorf bin, ich soll doch ruhig mal in der Trattoria vorbeikommen. Deswegen heute mal Werbung von mir: Wenn ihr aus Düsseldorf kommt, geht mal beim Ricardo Belescar Junior, geht mal bei dem in der Trattoria was ordentliches essen und berichtet mir, wie es war. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wenn ihr wissen wollt, wenn sich genug melden, kann ich bestimmt auch in Erfahrung bringen, welche Trattoria das ist. Aber so können wir schon mal ein bisschen Werbung machen. Das nutzen wir jetzt alles mal mit hier. Werbung für Valeska muss sein. Können wir ein großes Community-Treffen dann da machen in der Trattoria. So, da ist der Titel. Introducing the Challenger. Residing in Hollywood, California. Weighing in at 221 pounds, Yay. Hey, warum ist jetzt Balesca nicht gezeigt worden? Egal. So, los geht's. Und Balesca versucht ihn direkt mal wieder umzurutschen, aber das hat jetzt nicht geklappt. War eigentlich auch schon hart, oder? Da zeigen wir zwei Matches von Balesca und zweimal gegen The Miz. Aber ich meine, The Miz hat sich so krass empfohlen, dass wir das einfach zeigen müssen. So, jetzt gibt es erstmal den Kick in den Rücken, aber Valeska steht direkt mal auf. Ja. Und er fällt um. Valeska hinterher. Sind dich draußen. Jungs, ihr seid nicht bei ECW, denkt dran, ne?
andere Voraussetzungen. Oh, Miz geht wieder rein, Valeska auch. Und The Miz zeigt jetzt hier einen Suplex. Hält ihn sogar lang in der Luft. Bin ich mal gespannt, wann wir irgendwann The Miz wieder als Heel sehen. So, jetzt gibt's die Kicks. So, die dritte. Kicks ist ja nochmal was anderes. Stan Stasiak in 1973 immediately comes to mind, as does Diesel squaring off against Bob Backlund in 1994. Right, did you really just say Saxton is not crazy? Oh, schöner Inverted DDT vom obersten Seil. Oder mittleres Seil, aber er war auf jeden Fall über den Turnbuckle. Und da gibt's schon Sweet, Quatsch, Cousin Luigi out of nowhere. Pinfall gegen The Miz. Ja, der kommt nur raus. Das hätte mich aber jetzt schwer gewundert, wenn The Miz da jetzt schon rausgekommen wäre. Da sagt er, pssst, leise, meine Freunde, und Neckbreaker. Similar experience as you this morning. Nearly every person at the gym I went to was talking about this title match, and rightfully so. This is an absolute. Ah, der Uso Splash ging schief. Okay, wait. Let me get this straight. Byron spent the morning at the bookstore while you. Ich mag gar nicht den Uso. Ich verwechsel ihn immer mit diesem von Rey Mysterio. Wird schon alt. Da kann das mal passieren, dass man da so durcheinander kommt. So, jetzt The Miz. Am Riesal fest, aber der kann sich befreien. Oh, jetzt Valeska. Also auf jeden Fall eine bessere Leistung von Valeska als beim letzten Mal, wo The Miz ihn besiegt hat. Aber ich habe es ja gesagt am Anfang. Ich glaube, der wird heute genau wissen, dass rauskommt. Da kommt der Superman-Punch und der Pinfall. Eins, zwei, The Miz nochmal mit dem Kickout. Aber Valeska hat jetzt natürlich noch Sweet Chin Luigi oder Cousin Luigi im Petto. Miss erstmal wieder mit dem Reversal. Ausgewichen. Und Attitude Adjustment Nummer 1. Attitude Adjustment Nummer 2. Und der Pinfall. 1, 2. Und das war's, ja. Ricardo Valeska Jr. Kurzer Prozess mit The Miz gemacht. Da muss man sich eigentlich sagen, ey, das Match hat The Miz doch nicht verdient. Zeigt ja so eine grandiose Leistung beim letzten Mal und heute geht er total unter. Ja, und Valeska lässt sich feiern. Und er macht's wieder. Genau das gleiche, was er auch gegen Strowman gemacht hat. Er attackiert einfach jeden seiner Gegner, die er geschlagen hat, um ein Statement zu setzen. Richtig episch wäre es, wenn jetzt ein Braun Strowman kommen würde, um ihn zu attackieren. Weil eigentlich ein Braun Strowman, dass der sich das gefallen lässt, ist schon außergewöhnlich. Na gut, Glückwunsch geht raus an Ricardo Valeska Jr. Da sehen wir, eine neue Feindschaft ist am Start bei ihm. Und, nee, Quatsch, bei, ah doch, mit The Miz. Hier unten sehen wir die Feindschaft. Aber warum ist da nicht Braun Strowman drin? Das ist erstaunlich. Na gut, wir gehen mal weiter. So, dann gucken wir mal in die Rivalitäten rein. Immer noch keine da. Das gibt's nicht. Raw ist schon so lange ohne Rivalitäten. Wir sehen auch, deswegen brauchen wir die News gar nicht gucken. Championship Ranking, zeigen wir es heute nochmal, oder? Ach komm, wir zeigen es heute nochmal. Ist ja eigentlich egal. Also, hier ist einiges passiert. Drew McIntyre. Hier, The Miz kommt auf den letzten Platz. Rollins und Mysterio sind an Sami Zayn, AJ Styles vorbei und Samoa Joe ist an Braun Strowman vorbeigezogen. Midcard Ranking tatsächlich Eric Young an No Way Jose vorbei, aber hier gibt es ja sowieso noch das Rückmatch gegen Ricochet. Ja, Tag Team Division ist auch mal wieder was passiert. Die Usos an den Authors of Pain vorbeigezogen. Dann werden wir hier bei Raw fertig und reisen mal zu SmackDown rüber und schauen, was dort abgeht. So, R-Truth gegen Finn Balor. Hier holt sich Finn Balor den Sieg. Apollo Crews und Andrade in einem Tag-Team gegen Bo Dallas und Curtis Axel. Hier holen sich Andrade und Apollo Crews den Sieg. Sheamus trifft auf Lars Sullivan. Hier holt sich Sheamus den Sieg. Dann haben wir noch Jinder Mahal gegen Chad Gable und Shelton Benjamin. Hier holt sich Shelton Benjamin den Sieg. Heavy Machinery treffen auf Xavier Woods und Randy Orton. Alles klar. Xavier Woods und Randy Orton holen sich den Sieg. Kofi Kingston mal wieder gegen Big E. Und Big E holt tatsächlich mal einen Sieg. Das gibt's ja gar nicht, nachdem er nur im Versagen ist. Matt Hardy gegen Aleister Black im Main Event. Matt Hardy holt den Sieg. Das wäre aber echt nice hier. So Woken
Matt Hardy gegen Aleister Black. Das könnte eine verdammt geile Fehde werden. So, dann schauen wir mal News, was wir da haben. Daniel Bryan Rowan erschien auf der Bühne, um ihre Rivalen Otis Dozovic und Tucker Knight nach dem Match zu verspotten. Danach gab es reichlich Trash-Talk von beiden Seiten. Beide Teams wollen sich in ihrem Tag-Team-Championship-Match unbedingt einen Vorteil verschaffen. Egal ob auf körperlicher oder mentaler Ebene, Sheamus geriet nach seinem Kampf überraschend in den Hinterhalt seines Rivalen. Kevin Owens griff von hinten an, als seine Musik die ganze Aufmerksamkeit auf die Bühne lenkte. Einige halten diesen Superstar für verzweifelt und feige, aber unabhängig davon, was andere denken, könnte er genau den Schaden verursacht haben, den er verursachen wollte. Die Probleme zwischen Andrade und Apollo Crews sind weiterhin deutlich sichtbar und waren in diesem Match einfach zu viel. Ihre Niederlage sorgt für zusätzliche Spannung zwischen ihnen und die Menge ist bereit für den großen Knall. Ja. Haben wir denn hier noch so? 2 Wochen Kofi gegen Big E, 2 Wochen Andrade gegen Apollo Crews und 2 Wochen Owens gegen Sheamus. Ja, dann gucken wir noch hier mal ins Championship Ranking rein. Dass Randy Orton und Sheamus sind an Aleister Black und Lars Sullivan vorbeigezogen. Xavier Woods hat Elias überholt und bei den Tag Teams ist gar nichts passiert. Also, ja, Tag Team Division ist anscheinend bei SmackDown zu tot. Aber was wir mal machen, wir gehen da mal zu NXT rüber. So, haben wir Invader gegen Fun Night. Hier holt sich der Invader den Sieg. Tyler Breeze gegen Shane Thorne. Hier holt sich Tyler Breeze den Sieg. Steven trifft auf Hazardous Theory. Hier holt sich keiner den Sieg. Ein No Contest. Ace Wright gegen Roderick Strong. Hier holt sich Roderick Strong den Sieg. Pascal Mason gegen Shaw. Hier holt sich Pascal Mason den Sieg. Ist auch eine neue Rivalität zwischen beiden am Start. El Drago, Patch Predator und Johnny Gargano in einem Match. Hier holt sich der Predator den Sieg. Dann haben wir Ultra Demon und Jonathan the Demon gegen Jack the Hammer Cole und David Hawkins. Hier holen sich unsere Cleaners den Sieg, nachdem wir auch schon beim letzten Main Event Havoc besiegt haben. So, dann schauen wir mal hier in die News rein. Da war Sadis Theo stürzte in den Ring und entlud seinen ganzen Frust in einem Angriff auf Steven. Der Ringrichter bekam die Superstars nicht unter Kontrolle und brach das Match ab. Doch das Kämpfen ging weiter. Der Wunsch des Angreifers nach Rache war von seinem Rivalen so weit getrieben worden, dass er nicht mehr auf ihr großes Match warten konnte. Ja, für keine weiteren News dazu zu lesen. Hier ist es auch nur eine einzige Fehde, die geht noch eine Woche zwischen Hazardous Theory und Steven. Aber Steven hat schon die nächste hier im Petto. Also schauen wir mal, was hier sonst noch so passiert. Ich kann mir Shaw gegen Pascal Mason auf jeden Fall vorstellen. Heute kein Championship Ranking, weil morgen findet ja Takeover statt. In diesem Sinne gehen wir nochmal zu BCW rüber. So, dann haben wir Derrick Orton Jr. gegen den Nightmare. Hier holt sich Nightmare den Sieg. Dann haben wir Adam Gabriel und Fabsi gegen Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Hier holen sich Fabsi und Adam Gabriel den Sieg. Dann haben wir Blister gegen Gully. Hier holt sich der Gully den Sieg. Blake Baldwin, Dennis Raven, Ben Punk und Alexander Wolf in einem Fatal 4-Way Match. Da ist Ben Punk erfolgreich. Skyfire gegen The Time Hunter. Hier holt sich Skyfire den Sieg. Morris King und Crimson Shaw gegen Jonathan the Demon und Ultra Demon im Begleitung von Predator. Da gewinnen hier unsere Demons of Underworld. Dann haben wir noch hier die Don't Cry Society gegen The Cleaners und im Main Event setzen sich die Don't Cry Society durch. Was haben wir in den News stehen? Eine Sache, Fabsi und Adam Gabriel stießen im Tag Team Match aufeinander und versuchten sich gegenseitig zu übertrumpfen, anstatt zusammenzuarbeiten. Rivalitäten haben wir Goldman Jr. gegen Nightmare noch eine Woche, Fabsi gegen Adam Gabriel eine Woche, ein Platz wäre frei. Und was zur Hölle? Wir sind nicht bei BCW Havoc. Ja gut, aber es liegt halt am Main Event, an der Main Event Fehde, die es gab, deswegen lässt sich das nicht vermeiden. Dann werden wir heute auch bei BCW Fetch und gehen mal zu ECW rüber. ECW beginnt heute mit dem Match zwischen Vincent und dem Devil of Joker. Und wenn der Vincent gestern schon sein Debüt hatte bei ECW, dann werden wir heute natürlich auch ein Match von ihm zeigen. Devil of Joker, der Auserwählte, Schwung schnell, Einzug ein, los geht's. So, dann sind wir jetzt in der Arena von ECW. Natürlich kommt zuallererst unser Pirate, Vincent, der Mann mit dem Lämpchen ohne Papagei immer noch. Selbst bei ECW ohne Papagei, das gibt's gar nicht. Da müssen wir unbedingt was dran ändern. Kann nicht sein, dass der kein Papagei dabei hat. Auf jeden Fall, unser Neuzugang bei ECW. Langsam laufen die Call-Ups. Und ich denke, man sieht es auch, dass ich versuche, es nicht zu übertreiben, aber schon wirklich die Leute belohne, die jetzt auch schon lange dabei sind und eben ja quasi freiwillig gesagt haben, hey, ich gehe mal wieder zu NXT und so. Und trotzdem am Start geblieben sind. Deswegen Call-Ups, wohin das Auge reicht. Und die werden natürlich noch nicht beendet sein, also da geht es definitiv noch weiter. So, wir gehen dann mal weiter und warten auf den Herausforderer. The Devil of Joker. Wo bleibt er denn? Da kommt er. Da kniet er auf dem Boden im Feuer.
Also von ihm haben wir auch schon lange kein Match mehr. Also 24-7 wahrscheinlich schon, aber so ein Einzelmatch auch schon ein paar Tage her. Der Mann mit dem leuchtend grünen Haar. Grünenden, genau. Leuchtend grünem Haar. So, da hat er den Piraten ins Visier genommen. Fokussiert. From Amsterdam in the Netherlands, weighing in at 299 pounds, the devil. Ja, the devil. Wir gucken uns mal an, wie er hier den Piraten sieht. Aber ich denke mal, den Einzug überspringen wir dann jetzt auch mal. Und los geht's zwischen den beiden. Herr Ringrichter, ring the bell. You can feel the electricity running through this arena. This is going to be some battle. So, jetzt erstmal der Eierschlupf übers oberste Seil. Und ja, Vincent legt direkt mal ordentlich los. Oh ne, ich ahne schon wieder Schreckliches. Das hatten wir gestern noch schon bei Halle. Und den Xubix, wo das Match dann so lange draußen ging. Aber Devil of Joker kann sich da erstmal wehren. Uppercut bringt jetzt Vincent zu Boden. Der Dropkick sitzt. Harsh Impact. Der Cyborg Slam vom Vincent. Also der setzt auf jeden Fall direkt mal eine Duftmarke jetzt zum Anfang. Ja, da kann er sich jetzt wieder rausbefreien. Devil of Joker zeigt jetzt einen DDT. Aber Vincent mit dem Konter. Und zurück im Ring. Also die wollen doch nicht so lange draußen verweilen. Und es geht wieder raus. Das hatten wir gestern schon. Das ist ja fast identisch wie gestern. So, abgesaugt. Big time slam. Vicious. Not sure how much he has left. He's starting to feel it here, but he's very aware of who he's in there with and what he has to do to rebound. You see more motivation than ever heading into this match, which makes me think he still has plenty of fight left in him. Und diesmal kann der Vincent es umdrehen, macht daraus ein inverted DDT gegen den Devil of Joker. Und es geht jetzt snare doch noch nicht. Ich dachte, er fliegt gegen die Ringtreppe, aber es war dann doch nicht so. So, jetzt ein Inverted DDT vom Devil of Joker. Und der sucht sich jetzt an der Waffe. Oder schaut sich an der Waffe um. Vincent steht wieder. Der könnte da jetzt tatsächlich. Er haut vorbei. Und nimmt ihn jetzt mal den Baseballschläger weg. Aber Devil of Joker kann da kontern. Aber auch der Vincent kommt dann wieder. So, wo geht's jetzt hin? Ist der Weg nicht zu lang? Ah, das hat ein bisschen zu lange gedauert. Das war dieser Schlenker. So, jetzt gibt's hier den Neckbreaker. Inverted DDT. Oh, der Cyborg Slam oder Backbreaker, was immer werden sollte, geht jetzt schief, wird gekontert von Devil of Joker. Und jetzt schnappt er sich den Vincent. Das war schon so ein halber F5, was er jetzt hier gezeigt hat. So, und jetzt gegen den Ringpfosten. Und direkt nochmal. Oh, im Ring wieder angekommen. Devil of Joker. Ich glaube, wir sehen jetzt gleich die ersten Finisher sehen. Jetzt erstmal den Pinfall gegen Vincent. Eins, zwei. Und dann nochmal raus. Ja, gegen Hallen hat das gestern gereicht. Gegen Vincent noch nicht. Und es gibt jetzt wieder den Eilschlüpp in die Ringecke. Und die Clothesline geht schief. Und ja, das sitzt erstmal. Ich dachte, da sehen wir einen Reversal wieder. Pinfall, aber das reicht auch nicht. Eins, zwei. Ja, wieder rausgekommen von Vincent.
This is a tough spot to find yourself in, that's for sure. But if anybody can break free from this, it's this superstar right here. Oh boy, he is rolling. Uh-oh, here we go, here we go. Such vicious strikes. Pinfall. Eins, zwei. Wieder Kickout von Vincent. Also er versucht viele Pins. Aber das ist natürlich eigentlich nicht so schlau, weil dadurch pusht er natürlich seine Leiste, um den Signature aufzubauen. Was er jetzt wahrscheinlich auch hier gerade getan hat. Und da soll der Finisher kommen von Vincent. Und da gibt es den Kick. Und das Running Knee. Pinfall gegen Devil of Joker. Eins, zwei. Und das war's. Vincent setzt sich hier zum Auftakt durch. Da hat der Devil of Joker wohl ein bisschen zu viel mit ihm gespielt, mit dem Piraten. Und er gewinnt direkt mal sein Auftaktmatch hier bei ECW. Ja, das freut mich. Das ist immer das, was ich eigentlich am liebsten hätte, weil es in der Realität ja auch so ist. Wenn einer einen Call-Up bekommt, gewinnt er im Normalfall eigentlich sein erstes Match. Und deswegen fand ich super. Also sorry jetzt für Devil of Joker, aber wenn jemand hochkommt, dann ist halt der ganze Impact nach diesem Call-Up total futsch. Und deswegen kann ich mich ganz gut damit anfreunden, dass das heute so passiert ist. Aber sonst bin ich natürlich immer auf deiner Seite, Devil of Joker. Lieb von den anderen. Da guckt dann nochmal in die Menge, unser Pirat. Und ja, da sind wir mal gespannt, wie das da mit ihm hier bei ECW so weitergeht. So, dann haben wir noch Kevin Miller gegen El Halil, der verletzt ist. Aber Kevin Miller holt auch den Sieg. Also ist eigentlich nicht gut, dass der Halil hier antritt. Dann Prince, Evo 2K und Jacob Castle in einem Match. Was zur Hölle ist das denn? Ich will eigentlich gar kein Match haben. Mache ich auch nicht. Ich werde jetzt einfach mal auf Simulieren drücken, Leute. Und Jacob Cass gewinnt, er hat Prinz gepinnt. Okay, also das Match war eigentlich gar nicht vorgesehen. Das wurde auch irgendwie, wo ich die Matchcard zusammengestellt habe, irgendwie eigentlich auch nicht angezeigt. Na gut, Michael Adams noch gegen The Butcher. Michael Adams holt sich hier den Sieg. Und da hat sich auch Kaizuke Masters eingemischt. Okay, da müssen wir gleich mal gucken, was in den News drin steht. Dark Magic und der Iceman gegen Steve und Ken Shi. Hier holt sich Dark Magic den Sieg, beziehungsweise pinnt er den Steve. Killer Gamer, Black Dragon, Death Psycho und JCC Styles in einem Fatal 4-Way Match. Da holt sich Death Psycho den Sieg. Dann haben wir noch Kin Medaro gegen den Walter im Main Event und Kin Medaro mit dem Sieg. So, dann schauen wir mal in die News rein. Da steht, The Butcher fand einen willigen Superstar, der seinen Platz gegen Michael Adams einnahm und konnte aus dem Match heute Abend aussteigen, für das er eingeplant war. Manche Leute sehen diese Taktik als feige an, weil sie dachten, der Superstar hätte Angst, es mit seinem Gegner aufzunehmen. Rivalitäten da. Ein Moment, Xubix gegen Vincent, okay. Geht also los als Rivalität. Ich dachte gerade, das wäre hier der Devil of Joker, den er gerade besiegt hat. War dann doch nicht so. Michael Ennis gegen Butcher geht noch 7 Wochen. Ein Platz wäre also frei. Unten sehen wir die Leute, die dafür in Frage kommen. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wer es denn dann wird. Championship Ranking, hier können wir das dann auf jeden Fall zeigen. Jacob Cass an Masters vorbei. Ja, sehr gut. Evo 2K an El Halil vorbeigezogen, obwohl ich mein Match auch verloren habe. So lobe ich mir das. Was haben wir hier beim KO Championship? Ist nichts passiert. Und ja, auch in der Tag Team Division ist logischerweise auch nicht so viel Betrieb. Dann gehen wir zum Abschluss mal zu 24-7, beziehungsweise zu Main Event. Main Event geht los mit Nightmare gegen Derek Gordon Jr. und The Time Hunter in einem Triple Threat Match. Hier holt sich Nightmare den Sieg, Hazardous Hero gegen El Drago. Hier holt sich Hazardous Hero den Sieg, Steven trifft auf den Hergi. Hier holt sich, was? Steven, was ist bei Havoc los, Alter? Oh mein Gott, aber neue Feindschaft auf jeden Fall am Start zwischen Steven und Hergi. Dann noch Xubix gegen Tracer, auch hier der Sieg für Xubix. Überraschende Ergebnis auf jeden Fall beim Main Event. Michael Adams gegen The Butcher, hier holt sich Michael Adams den Sieg. Und das 24-7-Match des heutigen Tages. Cedric Alexander, Big E, Predator, Tatanka, Kevin Miller und Skyfire. Ich bin gespannt, ob es Tatanka gelingt, auch hier in der, glaube ich, zweiten, dritten, vierten Folge hintereinander. Moment, 1, 2, 3. In der vierten Folge hintereinander den Titel zu verteidigen. Das wird interessant, los geht's auf jeden Fall. So, der Abschluss der heutigen Folge. Es geht direkt los. Kevin Miller gegen Big E. Da fängt er sich ein Headbutt. Und Cedric Alexander macht hier den Predator am Ringseil fest. Kann sich aber noch befreien. Ja, Tatanka hat sie dann mit Skyfire zu tun. Manchmal, Tatanka wieder rausfliegt. Und am Ende doch den Titel behält. Jetzt Predator über dem Ringseil. Kann ich mal gegen Cedric Alexander nochmal behaupten. Kevin Miller gegen Big E und Big E ist raus. Kevin Miller mit der Eliminierung gegen Big E. Oh mein Gott, das war krass. Predator wollte ein Spear zeigen gegen Cedric Alexander, springt aber vorbei. So, jetzt der Tanker gegen Kevin Miller, aber da kommt der Reversal.
unser Büffel hier. Skyfalls gegen Tatanka nimmt Anlauf und Tatanka ist wieder raus. Tatanka wieder eliminiert, aber es sind noch 4 Minuten. Ich bin gespannt, ob das heute wieder reicht. So, Kevin Miller hat jetzt gerade mega Glück, dass ihn da keiner... Doch, jetzt vielleicht Cedric Alexander. Na, der tritt erstmal nur nach ihm. Skyfire versucht jetzt Predator zu eliminieren, aber ich glaube nicht, dass das gelingen wird. So, da sind auch schon wieder 30 Sekunden weg. Jetzt schnappt sich hier der Kevin Miller den Cedric Alexander. Und das ist die nächste Eliminierung. Cedric Alexander ist eliminiert. 3 Minuten 19 noch. Bei 3 Leuten. Also ich glaube, das könnte heute eher was werden. Je nachdem, wie lang das jetzt sich jetzt hier im Ring zieht. So, mein Handy klingt gerade, Entschuldigung. Ist das dran? Oh mein Gott, da ist Kevin Miller raus. Jetzt, weil ich das Handy geguckt habe, um den Ton auf laut zu machen, lautlos zu machen, habe ich die Eliminierung so halb verpasst von Skyfire. Und da kommt jetzt erstmal der Spear von Predator. Der entthronte NXT-Champion 243. Ich denke mal, das wird definitiv heute einen neuen Champion geben. Das ist das Ende der Tatanka-Ära. Yo, und der Predator, neuer 24-7-Champion nach 2 Minuten 27. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also, Tatankas Fluch damit, oder der Tatanka-Fluch eher gebrochen, ist ja nicht Tatankas Fluch, eher der Tatanka-Fluch, dass der Titel nicht wechselt, ist weg. Nachdem es jetzt zweimal hintereinander ein No-Contest gab. Ja, Glückwunsch an den Predator, ein weiterer Titel in seiner Sammlung. Hier bei, ja, oder eher im Evo-Wrestling, nicht nur bei NXT. Wir gucken uns seine Siegesfeier an. Hier hält er dann jetzt nochmal den Gürtel nach oben. Und ja, Glückwunsch dazu, wir gehen immer weiter. So, dann haben wir noch ein Match und zwar wieder die Don't Cry Society gegen die Demons of Underworld im Main Event, die Don't Cry Society mit dem Sieg. Ja Leute, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Morgen dann NXT TakeOver unter dem Motto Survivor Series. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst dem Video doch mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Lasst euer Feedback da, damit ich da gegebenenfalls drauf reagieren kann. Kommt natürlich auf meinem Discord-Server vorbei, wenn ihr Bock habt. Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine weiteren Social-Media-Accounts verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Wenn ihr mir dort mal ein Follow hinterlassen könntet, wenn ihr dort registriert seid, wäre das eine richtig coole Aktion von euch. Twitch lohnt sich auf jeden Fall. Das sind die Livestreams, wo ich jetzt in letzter Zeit auch wieder öfters tatsächlich mal am Start war, was ich selbst nicht für möglich gehalten hätte. Aber wer mich halt mal live zocken sehen will, gerne mal auf Twitch reinschauen. Man muss dort nicht mal registriert sein, man kann auch ohne registriertes Konto dort zuschauen. Und natürlich auch, wenn ihr Interesse habt an weiteren YouTube-Projekten, lasst meinem Kanal mal ein Abo da. Wäre eine coole Aktion von euch, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Jeden Tag 15 Uhr eine neue Folge vom Community Universe, dem Evoverse. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen weiterhin hier als dauerhaften Zuschauer begrüßen zu dürfen. Bin dann jetzt dann auch an dieser Stelle raus. Wünsche euch allen noch einen schönen sonnigen Tag. Lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen und hören uns. Macht's gut und ciao.